Hallo liebe Zuschauer, willkommen beim Bericht aus Brüssel. Der Fall Steinbrück machte es ganz deutlich. Offenbar haben einige Abgeordnete neben ihrer Arbeit als Volksvertreter im Parlament viel Zeit. Jedenfalls so viel Zeit, dass sie noch einen Zweitjob machen können, also doppelt verdienen. Wie in Berlin, so auch in Brüssel. Wie kommen die bloß damit durch? Meine Kollegin Gudrun Kirfel ist im EU-Parlament auf ein paar äußerst delikate Fälle gestoßen. Um es gleich vorweg zu sagen, der ganz normale Abgeordnete verdient nebenher keine 10.000 Euro. Der ganz normale Abgeordnete hat gar keine bezahlte Nebentätigkeit. Aber es gibt sie, die Absahner, vor allem in den Reihen der CDU. 99 deutsche Abgeordnete sitzen im Europaparlament. Einer von ihnen ist Thomas Ulmer aus Baden-Württemberg. Dr. Med Ulmer, muss man korrekt sagen, denn der CDU-Abgeordnete ist Arzt und hat eine Praxis für Allgemeinmedizin in Nordbaden. Unsere Recherchen beginnen im Internet. Jeder Europaabgeordnete verdient gleich, knapp 8.000 Euro brutto im Monat, genauso viel wie ein Abgeordneter im Bundestag. Kurz, man kann ganz gut davon leben. Auf der Homepage des Parlaments hat jeder Abgeordnete seine eigene Seite. Und da ist ein kleiner Link untergebracht, die Erklärung der finanziellen Interessen. Ein Klick und wir sehen, was der Doktor so nebenbei verdient. Als regelmäßig ausgeübte Nebentätigkeit gibt er Arzt an und die Höchststufe 4, also mindestens 10.000 Euro im Monat nebenbei. Und was bedeuten die zwei Kreuze? Zweimal 10.000? Scheinbar nimmt Herrn Ulmer die Doppelbelastung ganz schön mit. Das hier in der letzten Parlamentssitzung gedreht, sieht zumindest nach Schlafmangel aus. Wir rufen bei ihm in der Praxis in Nordbaden an und geben vor, eine Patientin zu sein. Ich wollte fragen, ob ich einen Termin bei Thomas Ulmer bekommen könnte. Nächste Woche erfahren wir, ist er jeden Tag da, von montags bis freitags, vor- und nachmittags. Wie oft ist er normalerweise da? In normalen Wochen sei er an 2,5 Tagen in der Praxis, erzählt uns seine Sprechstundenhilfe. So ein Abgeordneter, muss man wissen, hat Sitzungs- und Wahlkreiswochen. Einmal im Monat soll er sich eine Woche um seine Wähler in der Heimat kümmern. Trotz seiner vielen Verpflichtungen empfängt uns Herr Ulmer zum Interview. Ich habe mich schon zweimal gewehrt. Als erstes bin ich darüber gestolpert, dass Sie da in der Einkommenskategorie 4 zwei Kreuze gemacht haben. Was heißt das? Die zwei Kreuze heißen überhaupt nichts, aber das Feld hat mit einem Kreuz so leer ausgesehen. Dann konfrontieren wir ihn mit unserem Anruf in seiner Praxis. Warum kümmert er sich in seinen Wahlkreiswochen um seine Patienten statt um seine Wähler? Ja, die Patienten sind letzten Endes auch Wähler. Erstens. Zweitens, wenn wir jetzt Vormittagssprechstunde haben von 6 Uhr bis 11 Uhr zum Beispiel, nachmittags von 15 bis 17 Uhr, dann bleiben die Zwischenräume, um entsprechende politische Termine zu legen, um vor Ort Termine wahrzunehmen. Das klappt bisher immer hervorragend. Also Sie können neben Ihrer Volltime-Arzttätigkeit auch noch als Politiker dann arbeiten? Bisher hat es hervorragend geklappt. Sahnt nur der Doktor im Europaparlament? Nein, in den Reihen der CDU gibt es noch einen und der hat auch noch einen Interessenkonflikt. Klaus-Heiner Lehne aus Düsseldorf ist Vorsitzender des Rechtsausschusses und nebenbei noch Rechtsanwalt bei einer Großkanzlei. Mit Einkünften von 10.000 Euro monatlich oder mehr. Taylor Wessing heißt Lehnes zweiter Arbeitgeber. Unscheinbar, fast versteckt, sitzt die weltweit tätige Großkanzlei unweit des Parlaments. Zu gerne hätten wir Herrn Lehne zum Interview getroffen, aber wir bekommen keinen Termin. Schriftlich teilt er uns mit: Meine Erfahrungen betreffend die Berichterstattung zu diesem Thema sind leider so, dass ein Fernsehinterview für mich nicht in Betracht kommt. Andere wollen sehr wohl über Herrn Lehnes Tätigkeit sprechen. Kritiker nennen ihn einen der schlimmsten Lobbyisten Brüssels. Und auch Lobby Control hat ihn und seine Kanzlei schon lange im Visier. Taylor Wessing ist eine Großkanzlei. Die haben internationale Großunternehmen als Kunden, die ein vitales Interesse daran haben, was auf europäischer Ebene so passiert. Also zum Beispiel als
im Europäischen Parlament die Softwarepatente diskutiert wurden. Da war Herr Lehne unterwegs, sehr engagiert für Softwarepatente. Das war sicherlich auch für den Softwareriesen SAP schön und interessant, der zu dieser Zeit Kunde bei Taylor Wessing war. Doch eine geschäftliche Verquickung streitet Klaus-Heiner Lehne ab. Wieder nur schriftlich. Meine Einkünfte haben keinen Einfluss auf mein politisches Handeln und ich hatte bislang keinen Interessenkonflikt. Immerhin, die Offenlegungspflicht nehmen die beiden Parlamentarier ernst. Anders als der liberale dänische EU-Abgeordnete Jens Rode. Dessen zuletzt ausgeübte Tätigkeit ist Master of the Universe. Das soll wohl witzig sein.